So, heute die Überraschungsschlacht. Grey Knights gegen Orks. Wir wussten nichts voneinander, von den Armeen. Das ist diese wunderbare Platte, die der Mace jetzt gebastelt hat hier. Mit der tollen Propagandasäule hier. Ja, ein alter Veteran. The Emperor protects. Genau. Ein Stück alte Autobahn. Okay, willst du würfeln, welche Mission? Yep. Vernichtung und Aufstellung 3. Speerspitze. Also Spielfeldviertel. Okay, würfeln wir, wer sich aussuchen darf. Am Anfang. 4. Okay. So ich es nochmal aus. Ich fange an. Und suche mir das Spielfeldviertel aus. Die Grey Knights haben zuletzt aufgestellt. 2 Land Raider. 2 ganz normale. Ganz normale. Wie man sieht. Ja, und den Rest in Reserve. Die Orks haben zuvor aufgestellt. Das ist noch eine Prototyp-Armee, deswegen sind die relativ wenig bemalt. Relativ. Plünderer 5. 3 Zapwummen, dargestellt durch 2 Raketen und ein Geschütz. Ein Weird Boy. Nochmal 5 Plünderer hier. Im ehemaligen Administratorum-Gebäude. Ein Ducker Jet. 3er Killerbot Schwadron. Ja, und 6 Einheiten habe ich in Reserve und 2 Einheiten Flanken. Das ist mein Spielfeldviertel, das ist das von Mace. Meine Spielfeldkante und seine Spielfeldkante da hinten. Dann würde ich jetzt anfangen, wenn nichts weiteres mehr passiert. Und das ist die Propaganda-Litfaßsäule hier. Okay, willst du mir die Insel? Ich lasse jetzt mal die Insel. Achso, und Killpoints spielen wir ja, genau. Ja. Nee, dann fangen die Orks an. Ja. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Die Zapfwummen haben geschossen auf den grünen Land Raider. Und 2 haben sogar getroffen. Und einer hat den Land Raider fett getroffen. Aber die kriegen Deckung, weil die mehr als 2 Zoll in der Ruine stehen. Ja! Durchgeschüttelt und Wrack. Ja, super. Ja. Achso, Wrack, ja. Dann müssen wir jetzt aussteigen. Wir kriegen jetzt mal fett jetzt. Jetzt kriegen sie nämlich die ganze Macht des Ducker ab. Während die Thermis jetzt wahrscheinlich aussteigen, haben die Plünderers wieder einen Job hier zu erledigen. Und der Weird Boy hat direkt mal einen Warg ausgerufen. Was uns leider aber nicht so viel bringt. Ja. Der erste Land Raider ist schon kaputt. Gut gemacht hier die Zapwurm-Batterie. Die Thermis sind ausgestiegen, haben einen Schild-Thermi verloren. Unter hartem Beschuss der Plünderers. Die Grey Knights haben sich dann gerecht. Haben mit dem schweren Boltern hier oben die Plünderers zum Flüchten gebracht. Es sind nur noch 2 da, die können sich aber nicht sammeln. Also sind de facto weg. Die Thermis haben mit den Sturmboltern auf die Plünderers geschossen und einen verloren. Sonst ist eigentlich nichts passiert. Die sind ein bisschen vorgelaufen. Die Thermis da sind noch drin. Zweite Runde. Und jetzt werden für die Reserven gewürfelt. Dackerwummen auf die Thermis. Geht auch. Also Dackerwumme, Duckerjet ist ziemlich krass gewesen gerade. Hat 7 Mal getroffen von 9 synchronisierten Schüssen. Und die Thermis stehen nur noch mit einem Mann da. Und die Plünderers können auch noch drauf schießen. Haben eh kein anderes Ziel. Leute, mach ich das mal. Helikopter sind ja von den Seiten gekommen. Papa. Ich mach mal die einen Plünderers schon mal. Du hast nur noch eine. Ah, wir haben ja noch eine. Dann mach du das. Ja? Dann macht das jetzt der Chef-Oberboss. Okay, wie viele Schüsse? Ja. Ein. Also 4 Schuss dann. 4 nur? Ja. Oder was? Nix. Ja. Dann können wir auch nichts mehr machen. Dann dürfen die Thermis mal testen. Check. Geschafft, okay. Dann die zweite Runde von den Grey Knights. Dann guckst du mal nach meinen Reserven. 2 Stück hat er noch. Ja. Okay, hier.
Check. Kommt. Sehr gut, kriegst du mal bitte. Und der andere. Check. Ja, die kommen alle. Bailey. Zweimal mit normalem Nemesis Psi-Schwert. Da kann der Justikar auch machen. Die sind aus dem Land Raider raus. Im ersten Stockwerk gestürmt. Was machst du jetzt? Schlag mit den Kermis zu. Und mit dem Chef von denen. So, jetzt hoffe ich mal, dass du Fragmentgranaten hast, weil wenn nicht, schlagen nämlich zusammen zu. Ich hab Fragment. Kermis haben Fragment. Die normalen nicht. Scheiße. Nein, schade. Die haben Psi-Kraft. Da guckst du gerade mal, was die für eine Psi-Kraft haben. Hammer Faust. Ich glaube, das ist die Geschütz. Mach dir die Stärke höher. Stärke 10. Das ist die Geschützschablone mit Stärke 10. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Check. Dann wird alle Stärke plus 1. Mhm. Am Ende der zweiten Runde. Die Tammys sind in den Nahkampf gegangen, haben einem Killerbot einen Arm abgehauen mit der E-Waffe, mit der Nahkampfwaffe. Dafür haben wir einen Tammy vermöbelt. Es sind jetzt noch 4 Tammys gegen 3 Killerbots. Die Gretchens stehen hier noch ganz normal. Der hat sich 24 Zoll bewegt, in die 36 Zoll. Maschinengeist hat er noch geschossen auf die Killercopter, sind 2 leider gegangen. Ach, hier ist ein Razorback gekommen mit synchronisierter, also laser-synchronisierter Plasmawerfern. Der Duckerjet, der wartet noch auf neue Ziele, zum Beispiel hier. Und ja, der ist noch ein Justicar, glaube ich, ist es. Der letzte Verbleibende von dem ersten Trupp, der da rauskam. Mhm. Land Raider und ja, dann würfeln wir jetzt mal für die Reserven. Dritte Runde. Ich würfel mal für Reserven. Mhm. Der Mob kommt. Der große Panzer kommt nicht. Der kleine Panzer kommt. Ich würfel dann mal, was der Weird Boy so macht. Ja. 4. Kriegsfahrt. Der Weird Boy leidet die Energie in seinem Körper in die ihn umgebenden Orks ab. Alle Orks in der Einheit des Weird Boy haben bis zum Beginn des nächsten Orkspielzugs und plus eine Attacke. Über. Er hat aber erst keine Einheit drin. Das heißt, ich würfel nochmal. Wieso? Weil ich ein Warp-Cop bin und der darf einmal wiederholen. Im Spiel. Jeden Würfelwurf zur Bestimmung der Psycho einmal wiederholen. Okay, ich bin ja ein ziemlich unwissender Ork-General. Also das nächste Mal den Weird Boy in der Einheit anschließen. Nochmal eine 4. Okay, cool. Okay, der Weird Boy hat versagt. Aber wir haben einen Bark angesagt. Und da sind die 24 Boys gekommen. Da sind nochmal 12 Bosse drin mit einer Energiekralle. Und Enterplankens. Der ist leider lahmgelegt. Ja. Im schwierigen Gelände. Finde ich ein bisschen doof bei Fliegern, aber ist wohl so. Die sind hier hervorgekommen. Und der da hinten will den Razorback angreifen. Und die 3 normalen? Auf die Orks. Auf die Orks. Wobei, ganz ehrlich, was haben denn so ein Ork? Kampfgeschick 3, Stärke. Die machen trotzdem Treffer. Das sind 24 Orks. Die Sache wird jetzt hier ein bisschen heikel. Deswegen hat jetzt der Commander Araik muss eingreifen. Du hast noch einen Wehrstab, also wenn einer, und einer von denen hat auch eine kaputte Waffe schon. Einen von diesen Energieklauen-Dingern auf einen mit Psi-Schwert, der muss dann auch seinen Rettungswurf machen. Und der hat 4 plus, weil er Psi-Schwert hat. Killerbots-Angriff. Scheiße. Gut, dann ist alles weg. Und der letzte? Der letzte ist ein ganz normaler. 2 plus Save. Ja. Auf welchen? Wir haben jetzt noch. 3. Der muss.
Der muss jetzt auf den Chef gehen. Oh Mann! Oh. Die schießen gerade hier auf den Pickup drauf. 6, in der dritten Runde. 9, 10 mal. Mit Sturmboltern. Der Psi-Bolter hat irgendwie nicht getroffen. Ganz kurz, wie oft hast du jetzt schon gemacht? 14. Du hast mit 7 also gewählt. 10 mal. Ja. Danke, 4, komm schon, ey! Isa! Keine 6. Doch nicht. Scheiße. Wo ist der 5. Würfel? Nix. Gut, da müssen wir angreifen und zerkloppen. 2 Laser Cannons synchronized auf die hier. Mhm. 2 Hits. Okay. Stärke 9. Ach so. Nix. Nee, der Ball Widerstand, gell? Ja. Nix. Und der andere? 4. Okay, dann einen ist einer weg. Jo. Auf wen teilst du den auf? Der mit dem Plasma-Dings hier hinten, der schon einen weg hatte. Ja, genau. Und der schwere Bolter. Ja. Nochmal einen Save. Nee, Durchschlag 4. Ach, schade. Wieder einer weg. Nee, ein Lebenspunkt weg. Gibst du mir den gerade? Nein, der hat doch. Der hat doch. Dann nehme ich den. C-reaktive Moon, oder? Mit der Bazooka. Die dritte Runde ist vorbei. Die Justikare sind es, glaube ich, haben den letzten Killercopter vernichtet und den Killercoptern hier, die wurden auch beschossen, stehen aber jetzt zum Teil noch, oder zum größten Teil. Den Ork-Bomber, den habe ich ja dummerweise lahmgelegt in dem Gelände. Da hinten sind die, das sind auch Justikare, müssten das sein, mit, bitte? Oh, ganz normale Grey Knights. Mit Psi-Boltern. Bitte? Die anderen auch. Die anderen auch. Ganz normale Grey Knights. Die haben versucht, mit dem Psi-Bolter hier drauf zu schießen. Haben eine 1 und eine 2 gewürfelt. Sind in Nahkampf gegangen. Haben auch nichts gemacht. Der hier durfte nicht schießen. Das ist jetzt weg. Ist aber immer noch lahmgelegt. Nahkampf ist gar nichts passiert, leider. Ja. Der Weedboy da oben, der versucht sich auch gleich, glaube ich, mal da irgendeine Einheit noch anzuschließen. Am besten den Ork Boys. Ich würfel jetzt aber erstmal für meine Reserven, die ich noch habe. Reserven habe ich noch eine. Letzte Aktion in diesem Game. Folgende Option haben wir. Es kann nur noch der Land Raider mit 2 synchronisierten Laserkanonen und einem schweren Bolter schießen. Alles synchronisiert. Dieser Ducker Jet ist lahmgelegt und hat 2 Kniften verloren. Jetzt haben wir die Option. Wenn alles schief läuft, verlieren wir das Game. Teilen wir unseren Beschuss auf, hätten wir die Möglichkeit, noch 2 Killpoints zu machen und das Spiel zu gewinnen. Oder gehen wir auf Nummer sicher und schießen alles auf den Ducker Jet oder alles auf den und machen das Spiel zu einem Unentschieden. Das sind die Optionen.